Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich noch immer hier an der Ahr bin, aber ich bin gerade ein wenig gefesselt, einmal durch Gespräche. Gerade hatte ich noch einen sehr netten Anruf, für den ich mich bedanken möchte. Worum es da genau ging, möchte ich hier nicht sagen, aber es war in Bezug auf die Krankenschwester eben. Ich habe gerade einen Kormoran hier landen sehen. Gestern habe ich auch einen gesehen. Ich war gerade hier am Gewässer dran, habe mal geschaut, ob ich irgendwas entdecke an Leben. Was ich hier entdecke, sind eben Enten, Kormorane, ein paar Fischreiher. Die kommen jetzt wieder zurück. Und was ich hier aber auch entdecke an Leben, ich zeige euch einfach, wie es ist. Wie gesagt, wir sind hier in Walportsheim. Hier war wohl der Sportplatz. Da hat wahrscheinlich ein Baum gestanden. Die Wurzel ist nicht angeschwemmt, aber das ist der Ortsteil, der, denke ich, am weitesten ist mit allem. Und ihr seht, was hier noch an Arbeit ist. Asphaltbrocken angeschwemmt. Und ja, die Stelle des Lebens zeige ich euch auch jetzt gleich. Die Gerüche sind zum Teil eigenartig, wo man hier vorbeikommt. Ich kann es nicht genau einordnen. Aber hier ist auf jeden Fall Biologie am Arbeiten. Und das ist so das große Risiko, worauf ich nochmal hinweisen möchte. Und zwar sind es kleine stehende Gewässer, die hier überall sind. Die blubbern zum Teil. Ich zeige das jetzt mal. Hier ist ein Asphaltabdruck. Da ist über alte Pflastersteine asphaltiert worden, so wie in Köln. Die ganzen Pflasterstraßen existieren eigentlich noch von früher. Ist einfach Asphalt drüber gekippt worden. Hier seht ihr, wie die Fußwege hier weggeschwemmt wurden und das komplette Material hier rausgespült wurde. Nur, dass man nochmal sieht, was hier für Kräfte gewirkt haben. Also ich habe bis gerade Gespräche geführt und die waren wirklich wichtig für mich, für die Leute auch. Und deshalb bin ich immer noch hier. Ja, solche Tümpel hier, solche Gewässer sehe ich als sehr risikobehaftet an. Hier riecht es eben auch ein bisschen eigenartig. Und ich weiß nicht, ob man die Bläschen drauf sieht. Das ist einfach schlecht, sage ich mal. Wenn sich hier Mücken bilden und die sind sich gerade hier am Bilden, dann möchte ich nicht davon gestochen werden. Ja, ihr seht, wie es hier ausgeschwemmt wurde. Das ist meines Erachtens alles original oben, da sieht man das Gras. Das ist einfach hier rausgespült worden. Und wie gesagt, von offizieller Seite heißt es ja keine Seuchengefahr. Ich bin da kein Experte, aber die stehenden Gewässer gibt es hier nun mal. Und das sieht noch gut aus. Es gibt an der Ahr am Flussbett Bereiche, wo kein fließendes Wasser mehr durchgeht. Da steht das Wasser und das ist zum Teil schwarz. Ich wollte euch nur noch mal diesen Eindruck hier vermitteln von einem Ortsteil, der wirklich schon weit ist. Und trotzdem habt ihr immer solche Gebäude noch dazwischen, wo im Prinzip gar nichts dran gemacht wurde. Und wo man eben noch dran arbeiten muss. Kleiner Eindruck am Rande. Ich bin jetzt mal weiter unterwegs.